Guten Morgen aus Roppongi. Ich bin heute hier am Roppongi-Museum, denn ich möchte heute eine Sache von meiner To-Do-Liste abhaken, die ich in meinem Auslandsjahr noch hatte und die ich damals nie machen konnte, weil sich nie die Möglichkeit dazu ergeben hat. Und zwar bin ich heute hier, weil hier ein temporäres Sailor Moon-Museum stattfindet. Damals konnte ich nicht in ein Museum oder ein Sailor Moon-Café gehen, weil zu der Zeit nichts stattgefunden hat. Dieses Mal habe ich aber Glück, denn dieses Museum findet bis zum 31. Dezember statt und jetzt ist Ende November, also es hat gerade so genau gepasst. Aber ich habe versucht, mich noch 0, gar nichts spoilern zu lassen, was es in dem Museum zu sehen gibt. Das heißt, ich habe alle Videos und alle Bilder, die es irgendwo im Internet gibt, versucht zu vermeiden. Und ihr werdet mit mir zusammen heute also erfahren, was wir dort drin zu sehen kriegen. Am Eingang wurden wir direkt von einem Sailor Moon Artwork begrüßt, bevor wir dann vor diesem Tor auf den Einlass warteten. Im Immersionstheater konnten wir zunächst Replika der Zauberstäbe bewundern und glaubt mir, manche Leute haben wirklich sehr laut bewundert. Also wir sind nicht so laut. Ich würde sagen. Danach wurde eines der Sailor Moon Intros und nochmal animierte Artworks der Sailor Kriegerinnen auf dem großen Bildschirm abgespielt. Die Manga-Panel-Ausstellung fand ich besonders schön. Mir hat der Hologrammstil sehr gefallen. Auch wenn die Panel selbst dadurch etwas schwerer zu erkennen waren, fand ich es von der Aufmachung her sehr kreativ. Gab es zu jeder Anime-Staffel ein paar Einblicke in die Produktion mit Character-Designs und Storyboards. Außerdem waren immer ein paar Szenen auf den kleinen Bildschirm eingeblendet, welche man eigentlich aber gar nicht filmen durfte. Gerne mal in die Kommentare, welche eure Lieblingsstaffel war. Ich kann mich nämlich gar nicht so richtig entscheiden. Ich fand es sehr gut, dass Sailor Moon Crystal und Eternal auch einen Platz in der Ausstellung hatten. Der Zeichenstil in den neuen Anime ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber vom Pacing her fand ich die neuen Anime tatsächlich ein bisschen spannender gestaltet. Bei den Sammlerstücken sind einem sofort die Hochzeitskleider ins Auge gestochen. Und an der Stelle vielleicht ein kleiner Funfact. Als ich nach einem Kleid für unsere Hochzeit geschaut habe, bin ich auch auf eines dieser Kleider gestoßen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das jedoch nur auf Etsy, also keine richtigen Originale. Abseits davon hätte ich das aber tatsächlich auch ein bisschen kitschig gefunden. Wobei man hier in Japan tatsächlich komplette Sailor Moon Wedding-Pakete buchen kann. Abseits davon konnte man in diesem Raum auch alles andere an Merch finden, was man sich je vorstellen könnte. Von Replika sämtlicher Transformations-Items über Plüschis bis hin zu Figuren, Sammelkarten und sogar Kosmetik. Erfolgreichen Anime gibt es in Japan immer mal wieder Musicals und natürlich gab es auch mehrere Sailor Moon Musicals, von denen die Kostüme im Museum ausgestellt waren. Ich fand es erstaunlich, mit wie vielen Details die Kostüme teilweise verziert waren, die ganzen Strasssteine und der glitzernde Stoff. Die Schuhe hingegen sahen dafür relativ klobig aus. Musik.
letzten Raum des Museums waren die Originalkunstwerke von Naoko Takeuchi ausgestellt. Dort durfte man allerdings nicht filmen. Ich war überrascht, wie kreativ und vielfältig Takeuchi ihre Kunstwerke gestaltet hat. Oft hat sie Perlen und Blüten oder auch andere Verzierungen in ihre Kunstwerke eingearbeitet. So einen Detailgrad hatte ich echt nicht erwartet und daher fand ich diesen Bereich der Ausstellung tatsächlich am inspirierendsten. Zusätzlich dazu waren in dem Raum noch ein paar Magazinextras ausgestellt und am Ende gab es noch mal ein paar weitere Artworks auf große Leinwände geprintet, wie zum Beispiel die Darstellung aller Kriegerinnen mit ihrem jeweiligen Planeten, von denen ich tatsächlich vergessen habe, Jupiter und Venus zu filmen. Ups. Bevor wir die Ausstellung wieder durch ein Tor verlassen haben, gab es noch eine Danksagung von Takeuchi. Hier sieht man in kleinen Ansätzen, wie haptisch ihre Kunstwerke teilweise gestaltet waren. Ein paar Schritte weiter standen wir auch schon im Museumshop, welcher wirklich einiges zu bieten hatte. Ich war überrascht, dass es neben den üblichen Merchandise-Artikeln auch Special Museum Products gab, wie diese Jacken, die umgerechnet etwa 1000 bzw. 2000 Euro gekostet haben. Wow! Am Ende sind wir noch in das Sailor Moon Café gegangen. Wir hatten echt Glück an dem Tag und mussten nicht mehr eine halbe Stunde warten. Ich fand das Menü mega umfangreich und auch kreativ gestaltet. Es war echt schwer, sich für etwas zu entscheiden. Daher hat es dann aber umso mehr Spaß gemacht, alles zusammen anzurichten und ein paar schöne Videos und Fotos zu machen. Jedes einzelne Gericht für sich war bereits wunderschön gestaltet und alle zusammen waren einfach nur ein Fest. Zu Hause und dachte, wir schauen uns noch mal zusammen an, was ich mir denn im Museumshop gekauft habe. Als erstes habe ich mir ein Postkartenset gekauft. Es gab eine ganze Wand voller Postkarten, wo man auch hätte einzelne kaufen können. Ich fand aber dieses Set hier eigentlich ganz schön. Hier sieht man jetzt zwei von den vier Designs. Hier hinten sieht man nochmal alle drauf. Das war preis-leistungstechnisch besser, als wenn man sich einzelne Postkarten gekauft hätte. Und ich fand, dieses Set war das beste Set, beziehungsweise das, was mir am besten gefallen hat. Dann habe ich mir einen Sticker gekauft, weil Sticker kann man immer gut verwenden. Und hier sind sozusagen die Titel von den verschiedenen Staffeln drauf gedruckt. Dann habe ich mir noch ein paar Ohrringe gekauft. Es gab auch Ohrringe, wo beide Ohrringe gleich aussahen, aber ich habe mir diese hier gekauft, weil ich das eigentlich ganz cool finde, wenn man so unterschiedliche Ohrringe drin hat. Und als letztes habe ich mir noch diese Tasche hier gekauft. Ich glaube, das ist eigentlich, ganz eigentlich eine Bento-Tasche, aber ich hoffe, dass ich meine Kamera da reinkriege, dass ich meine Kamera da drin dann unterwegs mitnehmen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen nach oben da und ich verabschiede mich und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.